Hallo zusammen, mein Name ist Patrick vom elektrisch.job und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Speedbox-Tuning an euer Bosch E-Bike anbaut. Mithilfe des Speedbox-Tuning-Chips könnt ihr die Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 km/h problemlos aufheben und somit Geschwindigkeiten bis weit über 50 km/h erreichen. Die Speedbox gibt es in vielen verschiedenen Modellen, zum Beispiel für Bosch, wie in diesem Video gezeigt, aber auch für Yamaha, Giant, Shimano, Panasonic, Bafang und Impulse Motoren. Die Links zu unserem Shop, wo ihr alle diese Chips erwerben könnt, findet ihr unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Unterschieden wird bei den Tuning-Chips noch zwischen dem normalen Tuning und dem B-Tuning. Die Chips kosten ein wenig mehr, haben dafür aber auch eine App-Anbindung mit viel mehr Optionen. In diesem Video wollen wir uns jetzt aber konkret ansehen, wie man die Speedbox 3.0 für die Bosch-Motoren einbaut. Dafür brauchen wir zuallererst einen Kurbelabzieher, ein T20 Torx Schraubenzieher, Schraubenschlüssel der Größe 22, eine Zange und einen Innensechskantschlüssel der Größe 22. Alle Teile findet ihr ebenfalls unterhalb dieses Videos verlinkt. Der erste Schritt ist es, die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel zu entfernen. Danach verschrauben wir den Kurbelabzieher, um das Pedal zu entfernen. Anschließend können wir die Motorabdeckung abschrauben. Hier entfernen wir nun die zwei Konnektoren. Und ersetzen diese mit denen von der Speedbox. Die Konnektoren, die wir ursprünglich aus dem Motor entfernt haben, stecken wir nun in die Vorrichtungen an der Speedbox. Wichtig ist hier auf ein Klicken zu achten, dann sind die Stecker richtig verbunden. Bevor wir alles wieder zusammenstecken, schauen wir noch, dass die Speedbox funktioniert. Das überprüfen wir, indem wir das E-Bike anschalten und die Walk-Taste betätigen. 9,9 heißt, dass die Speedbox aktiviert ist. 2,5 bedeutet, sie ist deaktiviert. Bei den E-Bikes, die keine Walk-Taste haben, drückt ihr einfach die Kombination minus plus minus plus. Jetzt können wir alles wieder zusammenbauen. Wichtig ist, dass die Kurbeln richtig festgezogen werden. Die maximale Geschwindigkeit legt ihr fest, indem ihr die Modi schnell wechselt, so wie jetzt im Video gezeigt. Dann legt ihr die maximale Unterstützungsgeschwindigkeit fest, indem ihr die Walk-Taste betätigt oder das hintere Rad dreht. 1,5 km/h auf dem Display sind dann 15 km/h, 3,0 zum Beispiel 30 und 9,9 entspricht 99 km/h Höchstgeschwindigkeit. Gespeichert wird die Einstellung, nachdem ihr das Display für 5 Sekunden unangetastet lasst. Bei der Speedbox 3.0 ist es wichtig, dass das Display 0,0 anzeigt, bevor ihr das Bike wieder ausschaltet.
Wir bedanken uns fürs Zusehen. Alle Links befinden sich in der Videobeschreibung und bei Fragen stellt sie uns gerne ebenfalls in der Kommentarsektion oder auf unserer Webseite elektrisch.shop.